So, hallo, wir machen weiter. Beim Mario 35 Dingens Gedingse. Wollte gerade sagen, warum höre ich nichts? Jetzt höre ich was. Und ihr hört mich auch. Tatsächlich war es diesmal wieder so, dass es erst das falsche Mikrofon angezeigt hat, aber ich habe es umgestellt. So, das war die wichtige Information des Tages. Wir machen einfach weiter. Ich habe jetzt ja ein paar andere, also was ich mittlerweile rausgefunden habe, und also auch durch eure Kommentare, das ist so eine Art, ja, Umfrage, was man will, womit man starten möchte. Und die meisten wählen halt 1-1. Und deswegen wird es dann meistens 1. Ich sollte einfach starten und dabei reden. Und dann wird es halt auch einfach 1-1. Das heißt, es ist eigentlich im Moment nicht so sinnig, da ein anderes Level auszusuchen. Wobei, wenn sich das alle denken, wählen halt alle eben 1-1, ne? Ansonsten könnte man vielleicht in einem anderen Level starten, aber letztendlich ist es auch egal. Ich will jetzt mal eine Taktik versuchen. Einfach nur ruhig spielen. So, ich habe jetzt einen Stream gesehen von Hübi und der hat enorm ruhig gespielt, weil er die Physik noch nicht so gut konnte. Der spielt ja eher andere Sachen. Außerdem gehen wir auf Konter. Da habt ihr auch geschrieben, dass das Sinnvollere ist und dann erst zum Schluss auf weniger Zeit wechseln. Was man halt machen sollte, ist Kombos sammeln, na, das ist klar. Schön viel Zeit bekommen. Und wenn man Leute K.O. bringt, hier ist eben das Leben, das ist wichtig, dass man gleich das Rad hat. Und wenn man Leute K.O. bringt, kriegt man halt deren Zeit, nicht deren Zeit, ist Quatsch, die haben ja keine Zeit mehr. Ah doch, die haben vielleicht noch Zeit. Ah! Da kommt das her. Also man kriegt jedenfalls ganz viel Zeit drauf und eben auch Münzen. Das heißt, das ist im Prinzip so mit das Ziel, Leute K.O. zu gehen. Gehen zu lassen. Das ist so ein bisschen das Ziel. Ah ja, und wenn man auf Gegner springt, gibt es mehr Zeit, als wenn man sie einfach nur. Oh boy. Ja. Nein, jetzt ist meine Blume weg. Mist. So, aber wir können hier, da sind ein paar Gegner drin, da können wir gleich wieder schön Zeit mitnehmen. Zack. Zack. Die lieber nicht. Aber den Koopa, da nutzen wir gleich, wenn er zurückkommen sollte. Tut er nicht? Schade. Dann anders. Hier ist ein Stern. Und damit räumen wir jetzt erstmal auf. Oder auch nicht. Hui! So, irgendjemand hat jetzt richtig viel Stuff bekommen. Am besten auch noch eine Pflanze. Weil wenn man halt nur, man sieht's ja, ne? Wenn man nur Goombas kriegt, wie ich jetzt auch, das nützt überhaupt nichts. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Gefährlich wird es halt, wenn ich den in andere Gegner schicke. Also keine Goombas. So, weil, ne? Ein Goomba ist mir bisher noch überhaupt nicht gefährlich geworden. Wir gehen zurück in 1-1. Na, auch hier, da kommen jetzt zwar ganz viele Gegner, aber die sind halt mit einem Schuss weg. Und wenn man eine Blume hat, was ich jetzt auch wieder habe, dann ist es erst recht nicht gefährlich. Ich bin wirklich gespannt, in welche Strategie sich das Spiel entwickeln wird. Also was die meisten Spieler dann irgendwann machen werden. Weil das ruhige Spielen, ich dachte so, man muss halt schnell durch alle Level durchkommen und so weiter, aber nee. Man muss ja einfach nur überleben. Und wenn man ruhig spielt, ist das die beste Garantie, um zu überleben. Erstmal. Und halt Zeit sammeln, dass die Zeit nachher, wenn es schneller wird, Mist. Dass die Zeit dann nicht zu knapp wird. Außerdem sollte man immer bereit sein, so ein Ding zu zünden. Ah, ich nehme hier irgendwie Blumen mit. Das ist mir wichtiger als der Stern. So. Okay, aber der Stern haut auch gut Kombos rein. Da gibt es auch immer drei. Okay, gut zu wissen. Sehr gut zu wissen sogar. Das heißt, ah, so, ich verstehe. So, jetzt lassen wir die mal hier runterlaufen, dass wir schön ein Kombo kriegen. Go. Okay, das bringt nichts. Auch ein furchtbares Geräusch. Hat das nichts ge. Ja, okay, jetzt bin ich hier, alles klar. Da gehen wir ganz schnell durch. Das ist nämlich eine ganz schlechte Zeit, um, eben eine ganz schlechte Stage, um Zeit zu bekommen. Hier verliert man nur Zeit. Man bekommt zwar Münzen, aber man verliert. Ah, Mist. Man verliert Zeit. Und wenn ich jetzt auch noch Gegner entgegenkomme, du hast halt hier kaum Möglichkeit, wenn du nicht die Blume hast. Also das Level zu ziehen, oh, ist gar nicht so geil.
Ja, gut, immer einen Pilz. Okay. Okay, Hauptsache wir kommen durch. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ah, das ist ein Level, das ist ganz, ganz schlecht, wenn man das bekommt. Weil du eben, wie gesagt, Mist. Kaum Möglichkeiten hast. Okay, wir sind wieder in 1-1. Sehr schön. Das nehme ich gerne mit. Zack. Schön viel Zeit sammeln. Es sind noch viel zu viele Spieler übrig. Meine Güte, ist das eine lange Runde. Eieiei. Aber es werden halt, ich glaube, es werden mit der Zeit immer mehr in diese Strategie wechseln, die ich jetzt halt auch gerade fahre. Und dann gehst du halt so schnell einfach nicht drauf. So, weil es ist egal, wie viel du geschickt bekommst, wenn du nicht gerade 3 Millionen Bowser ins Gesicht gedrückt hast. Na? Das ist das Ding. Oder sowas hier, was zur Hölle. Weg mit dir. Ah. Der rote Koopa da oben gefällt mir jetzt auch nicht so gut, aber wir haben gleich wieder eine Blume. Alles in Ordnung. Wenn ich nicht... Ah. Riskieren wir es. Oder setze ich... Oh Gott, jetzt kommt da ein Fisch von der Luft. Ah, ich gehe ins Rad. Okay, dann machen wir den Stern. Okay. Dann nehmen wir es so. Machen wir uns hier den Pilz. Ah ja, das ist jetzt schon crazier, ne? Wenn du hier so ein Stuff bekommst. Damit kann man dann schon eher die Gegner ärgern. Ne? Das ist. Übrigens, man kann nicht mehr als 400 Sekunden haben. Das ist auch noch was ich festgestellt habe. So, wir warten auf die Combo und zack. Oh Mist. Ah, wir gehen lieber auf sicher. Ah Mist. Das war das wenigste, was mir was gebracht hätte. Okay. Ich brauche, oh Gott, nicht mehr davon. Geh weg. Oh no. Oh no, ich habe kein Geld, um Dings zu holen. Oh, jetzt ist auch noch Hammer, Bruder. Was zur Hölle? Ich habe ein Problem. Ach Gott, ach Gott, okay. So. Du gehst runter und ich geh... Ah, nein. Und ich geh rüber. Tschüss. Oh Gott. Oh Gott, das ist noch... Okay. Keine Chance. Da war noch einer. Ja, damit wäre jetzt halt die Blume gut gewesen, ne? Hab ich... Ach so, wir haben neue Missionen. Sammle 500 Münzen. Ja, okay. So lange spielen wir auf jeden Fall. Die anderen haben wir automatisch mitgenommen. Okay. Und einen geduckten Luigi. Nice. Ich wollte schon immer mal einen geduckten Luigi haben. Aber ich... Was habe ich gedrückt? Habe ich überrasch mich gedrückt? Wahrscheinlich ja. Ich glaube, ich habe überrasch mich gedrückt. Und dann... Und er überrascht mich mit 1-1. Das ist auch gut. Das ist auch gut. Selbst das Spiel wählt 1-1. Ja, gut. Na, aber es dauert halt enorm lange, bis es wirklich spannend wird. Alles davor ist so Aufbauerei und... Ja. Das wird es auf Dauer, glaube ich... Ach, Mann, Mist. Das wird es auf Dauer... an manchen Stellen frustrierend machen. Ich drück's mal so aus. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So, immer schön das Leben mitnehmen für ein Roulette gratis. Nice. Ich schicke gerade richtig vielen Leuten Zeug zu, weil ich den Konter ausgewählt habe. Da könnte ein K.O. irgendwann mal drin sein. Ah, Mist, jetzt habe ich den Koopa nicht losgeschickt. So. Und jetzt geht's ab hier. Zack. Das war auf jeden Fall nicht schlecht. So, Blume holen auf jeden Fall. So, zack, gleich auslösen. Und wir schicken weiterhin ganz vielen Leuten Zeug. Ich habe jetzt auch verstanden, das, was da draußen rot ist, das sind die Ziele, die ich anvisiere gerade. Also die dann von mir Geschenke bekommen.
Form von Gegnern. Und nicht etwa ich. Ich habe schon mehr Dinge verstanden. Es dauert nur ein bisschen. So, schön die Pflanzen mitnehmen. Die muss ich auf jeden Fall auch noch wegschicken. So. Oh Mist! Okay, aber wir haben das Level auf jeden Fall geschafft. Jetzt ist nur die Frage, wo wir hingehen. Gehen wir nach 1-1. Ich denke, mit 1-1 kann man nichts falsch machen. Aber halt auch kein neues Level bekommen. Das ist klar. Aber es war eh kein neues Level zur Verfügung, sonst hätte ich das gewählt. Wenn da ein Level gewesen wäre, was wir noch nicht gehabt hätten in unserer Mist, in unserer Liste, hätte ich es natürlich gewählt. So, und jetzt haben wir 400. Ab jetzt ist es eigentlich nur sinnvoll, wegen Gegner attackieren, die zu machen. Aber das Ding ist ja, ihr seht es ja bei mir, also wenn mir Gegner geschickt werden, sind die ja für mich eher nützlich. Also es ist eigentlich, verglichen jetzt mit Tetris 99 vor allem, ne? Oh Mist. Verglichen jetzt mit Tetris 99 hast du halt einen sehr, sehr langsamen Flow. So, es dauert ewig, bis es richtig losgeht. Während du in Tetris eigentlich von Anfang an schon, ja, da geht's eigentlich von Anfang an ab. Und hier geht halt so gar nichts ab. Weil wir haben noch 19 Spiele, also das hört einfach gar nicht auf. Hopp. Ich schätze, ich weiß gar nicht, wenn ich zu den Röhren gehe, kriege ich dann nur Level, die ich eh schon habe, oder kann ich da auch neue Level bekommen? Oder muss ich richtig die Level abschließen, um... Oh Gott, ich sollte das mit... Oh, ich sollte das... Oh Gott, ich sollte das lassen mit den Koopas. Das ist ja furchtbar. Eieiei. Nein! Oh Gott, das war knapp. Das wäre um ein Haar schief gegangen, glaube ich. So, einfach durch, einfach durch, einfach durch. Kein Risiko jetzt hier eingehen. Okay, wir gehen 1-4. Damit wir einen Bowser ins Spiel bekommen. Weil der Bowser ist ja, der bleibt doch dann im Spiel. Sehe ich das richtig? Ich meine, wenn ich dem jetzt jemandem einen Bowser schicke und jemand besiegt den Bowser, so, dann wird der Bowser ja weitergeschickt. Und wenn es auch noch mehrere Leute, wenn ich auch noch mehrere Leute anvisiert habe, aktuell habe ich aber nur einen anvisiert, das ist ärgerlich, aber dann würde ich ja mehreren Leuten, jetzt sind es mehrere, würde ich doch mehreren Leuten diesen Bowser schicken. Und so vervielfältigen wir doch das Norm und bringen das Spiel doch in eine andere Dimension, mehr oder weniger. Ah, Mist, jetzt habe ich da keine Blume. So kann ich natürlich keinen Bowser besiegen ohne Blume. Also, das ist jetzt natürlich dumm. Oh boy. Gib mir eine Blume. Okay, das nehme ich auch. Das ist genauso gut. Tschüss, Kollege. Ah, ich habe einen Bowser verschickt jetzt nur, ne? Na, schade. Egal, aber der kriegt jetzt einen Bowser irgendwo. Irgendwo kriegt er jetzt einen Bowser. Keine Ahnung. Ich muss auch mehr auf die Liste, die Reihe unter mir gucken. Dann sehe ich ja, was mir entgegenkommt. Dann hätte ich vorhin die Hammerbrüder, dann wären die nicht so eine Überraschung gewesen. Dann hätte ich die realisiert. Was ich auch noch nicht weiß, ist, ab wann es dann wirklich losgeht mit dem Zeitlimit, ab wann das Zeitlimit krasser wird. Das scheint ja eher mit einer Spieleranzahl zusammenzuhängen, nehme ich jetzt mal an. Ah, das hat nicht funktioniert. Aber wir haben eh 400, so. Das Einzige, was ich gerade mache, ist, ich gebe Leuten Gegner, die halt eh nicht effektiv, die eh nichts bringen, so. Okay, aber Pflanze zünden wir weg, damit die auch weiterhin... Ja, okay, wir vervielfältigen wieder. Ich meine, es wird mit Stück zu Stück mehr, ne? Je länger man spielt, umso mehr kommt natürlich. Weil ich besiege Pflanzen, die Gegner besiegen Pflanzen, wir vervielfältigen die dadurch, dass wir es an mehrere schicken. So, dadurch wird es natürlich schon mit der Zeit mehr. Aber es dauert. Holy shit, dauert es. Okay, nice. Vielleicht kann man auch einen Bowser ins Spiel bringen. Oh, ich hätte die Blume... Naja, nee, ist egal, weil ich habe eh 400. Ich habe eh 400, das ist egal. Das ist nicht relevant.
Also alles, was man tun muss, ist eigentlich vorsichtig spielen. So, einfach keine Risiken eingehen. Dann passiert auch nichts. Das ist fast ein bisschen schade, weil das macht es für ruhige Spieler sehr einfach. Und für die hektischen nicht. So, wir haben einen Bowser mehr im Spiel. Mal gucken, wann ich einen bekomme. Und ich bin jetzt ja bei der Zeit so hoch, dass ich einfach... Ich muss jetzt nicht auf die Kombos achten. Ich kann jetzt einfach hier reinzünden. Eigentlich könnte ich jetzt sogar den Münzenweg gehen, um mehr Münzen zu holen. Weil, warum nicht, ne? So habe ich jetzt allerdings auch keine Gegner getötet. Ja, gut. Das ist ein bisschen widersprüchlich gewesen. Oh, nice. Nein! Aber wir haben gleich wieder eine Blume, wenn ich jetzt nicht komplett alles verkacke. So. Und wir hätten aber 5 Roulette mindestens. Ja, 5 Roulette hätten wir. Ich kriege hier gerade kaum Gegner. Was ist denn los? Jetzt kommen ein paar. War auch nicht sonderlich viele. Tschüssi. Bam. Da zünden wir alles weg. Und da kommt der normale Bowser. Der mich nicht die Bohne interessiert. Null. Vielleicht mal ein neues Level, dass wir zumindest hier was erreichen. Nö. Aber wir müssen ja eh Münzen sammeln. Ich glaube, guck mal, da sind 2. Gut, dass ich eine Blume... Ich hätte die nicht einsammeln sollen. Ich hätte warten sollen. Mist. Das war blöd. So, tschüss und... Und tschüss. Und 3! Okay, jetzt wird's spannender. Jetzt haben wir nämlich hier... Jetzt verschicken wir uns gegenseitig Bowser. Also sind immer noch 10 Leute übrig, meine Herren. Aber wir sammeln Münzen, weil wir müssen ja 500 Münzen sammeln. Dann sollten wir vielleicht mit dem Abschnitt hier die Tagesmission auch gleich weg haben. Hätte ich nichts dagegen. Verglichen mit gestern dauert es ewig, bis es hier weitergeht. Also bis hier was passiert. Eieieiei. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass da nochmal irgendwie ein bisschen... Weiß nicht, ist es Balancing, woran gearbeitet werden muss? Aber so einfach am... Ja, keine Ahnung, aber was willst du verändern, ist auch wieder eine Frage, ne? Es ist vom Konzept her einfach so, dass es sehr lange dauern kann, bis Action los ist. Oh mein Gott. Okay, X, ganz schnell. Nice. Nice. Ich wollte den Stern noch holen. Sehr schön. Gehen wir mal lieber oben rum. Ich habe immer Angst, dass ich hier in die Dings... Yo! Okay. So, was haben wir hier hinten? 3-4. Haben wir 3-4 schon? Nee, ne? Ab dafür. Wow. Oh boy. Okay, nicht gut. Gut. So, hier kommt bestimmt jetzt eine Blume irgendwo raus. Nice. Sehr schön. Ein geduckter Sprung rüber. Okay, perfekt. Jetzt vorsichtig zum Bowser vor. Ganz vorsichtig. Es sind noch 6 Leute übrig. Und es ist immer noch nicht schneller geworden. Wird das bei 5 Leuten schneller oder bei 4? Literally keine Ahnung. Okay. Jetzt halt meine Blume behalten, ist klar. Jetzt warte ich noch den Feuerball ab. Und das Feuer vom Bowser. Und ab dafür. Jetzt hatten wir gerade... Nee, jetzt hatten wir keinen K.O. Quatsch. Aber jetzt ist gerade wieder in die...
Ja, bei, also bei vier Leuten, okay, jetzt wird es ein bisschen schneller. Und wir haben ein neues Level bekommen. Vermute ich jetzt mal. Müsste so sein. Das ist 3-2. 3-2 haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir haben 3-1 bisher nur, ne? Okay, nice. Neuer Bowser, weg damit. Jetzt gehe ich mal auf, nein, wollte ich nicht. Auf wenigste Zeit wollte ich gehen. Ja, das war jetzt Quatsch. Das war jetzt kompletter Quatsch. Jetzt wäre ich fast in das Loch gesprungen. Ich wollte auf wenige Zeit und habe den X ausgelöst. Aber ist auch egal, wir haben genug. Oh boy. Wir haben genug Münzen. Und wenn ich jetzt auf wenigste Zeit gehe, müsste ich doch immer die Leute... Wobei, kann ich dann überhaupt mehrere? Ich glaube, nur bei Konter kann ich mehrere angreifen, oder? Weil es kann ja nicht... Können ja nicht gleichzeitig... Kann nur einer die wenigste Zeit haben. Ich glaube, wir bleiben auf Konter? Fragezeichen. Wenn nur noch eine übrig ist, ist es ja eh egal. Oha, das Level hat man auch noch nicht. 4-2. Jetzt muss ich richtig aufpassen. Das kenne ich nicht mehr. Mist. Ich brauche eine Blume oder einen Pilz. Oder einen Stern. Aber ich komme hier unten nicht durch. Ah, dann Damage boosten wir halt und machen danach den X. Yo. Nochmal. Okay, nice. Ich gehe oben rum. Da, aber so mache ich keine Combo, das war dumm. Ah, ich brauche ein Power-Up. Ich überlebe sonst nicht. Drei, vier, okay. Okay, es ist nur noch einer übrig. Ich krieg halt nie... Oh Mann, ich will eine Blume. Ich muss jetzt drüber springen. Ah! Oh nee! Oh nee! Koopa, komm zurück! Koopa, komm her! Nein! Ich brauch die Blume! Okay, nice. Nicht nice. Mist! Es läuft nicht gut hier. Nein, das läuft gar nicht gut. Der kommt zurück, der kommt zurück, der kommt zurück. Ah! Nein! Ich habe kein Geld mehr. Oh nein! Ah, zweiter. Ach Mist! Ah, der Weg bis zum Finale ist so lang. Oh Gott. Ei. Okay. Weiter. Ah, jetzt haben wir richtig viel freigeschaltet. Das ist ja auch was. Ich will in 4-2 starten. Das wird bestimmt funktionieren. Okay, letzte Runde. Letzte Runde. Ich glaube, es ist fast sogar einfacher, am Anfang auszuscheiden, als wenn es halt ein paar Runden schon... Oh mein Gott, ja. Genau wegen sowas. Als wenn es halt ein paar Runden schon geht, weil jetzt ist die Zeit halt noch super knapp. So, jetzt machst du 2-3 Fehler. Oh Mist. Lol. Jetzt machst du 2-3 Fehler und das war's mit deiner Zeit. Wenn du nicht sofort auf Kombos gehst, kommst du ja nicht mal durch 1-1 durch. Okay, so sieht schon besser aus. Ja. Okay, jetzt holen wir uns hier die Münzen, nachdem ich das Leben verpeilt habe. Ah, Mist. Und den Stern. Und die Blume. Was ich überhaupt noch nicht als sinnvoll sehe, ist, dass man mit einem Item starten kann, weil, keine Ahnung, du
Du kriegst das halt in 1-1 sofort zusammen. Das wäre vielleicht sinnvoll, wenn man in einem anderen Level startet, aber... sehe ich irgendwie jetzt noch nicht. So richtig. Ach Mist. Oh, neues Level. Nee, ist 1-3. Schade. Dachte schon, wir haben ein neues Level. Okay, jetzt wäre es eigentlich sinnvoll, die Blume zu holen, wegen der Zeit, ne? Außer man verliert mehr Zeit, um die Blume zu holen, als dass man es bekommt. Ah, es hat schon was gebracht. Gehe da halt hoch. Jo! Okay. Tschüss. Okay. Und Abflug. Aber guck mal, jetzt sind wir halt schon nur noch 13. Nach ein paar Minuten. Also noch nicht mal eine Minute wahrscheinlich. Keine Ahnung. Es ist nicht viel Zeit vergangen. Das meine ich mit... es ist halt komplett random, wie es abläuft. Ist ja auch logisch. Aber, ja, es kann halt... du kannst halt eine ultra langweilige Runde erwischen und eine ultra spannende Runde. So, es ist einfach alles drin. Das macht es aber eben frustrierend zu spielen. Weil du es nicht weißt. Aber dann sollten wir jetzt auf jeden Fall... nein! Das zähle ich dich als Runde. Dann sollten wir jetzt auf jeden Fall, wollte ich sagen, Kombos noch sammeln. Habt ihr gesehen, wie gut ich Kombos gesammelt habe? Im Abgrund habe ich Kombos gesammelt. Wie ein ganz großer. Na, aber cooler wäre es halt, es ist genau der Punkt, wenn man in einem anderen Level startet, dann kann man ja gleich krassere Gegner losschicken, zum Beispiel Hammerbrüder und sowas, wenn du in 3-1 starten würdest. Aber naja, was soll's. Was soll es? Nein! So viel nochmal zu meiner Theorie, man kann sich in 1-1 sehr schnell selbst rauszünden. So, ich kriege aber gleich meinen Pilz wieder. Der eigentlich jetzt eine Blume wäre, aber was soll's. Alles noch drin, alles noch machbar. Alles easy. So. Oh mein Gott, was mache ich denn mit den Sprüngen? Das gibt's doch nicht. Ja, das muss es auch mal geben. Come on. Dann starten wir in 3-4. Tun wir auch nicht, aber hey, ich kann es ja anklicken. Abwechslung. Individualität. 3-4. Passt zu der Anzahl der Spieler? Oh, doch nicht. So, auf geht's. Und ich muss immer dran denken, am Anfang auf Konter zu wechseln. Scheinbar kann man es ja nicht standardmäßig machen. So, jetzt haben wir aber gleich am Anfang unsere Blume. Gut. Oh, ich habe gerade einen K.O. gekriegt. War zwar keine große Leistung, weil ich halt einfach nur spiele, aber ich habe einen K.O. bekommen. Aber es war noch nicht viel, deswegen, ja, ist jetzt nicht so viel wert. Aber ist trotzdem cool. Weil wir dadurch mehr Münzen haben und ein bisschen mehr Zeit auch. Nicht viel, wie gesagt, aber ich meine... ist ja geschenkt, warum nicht? Okay. Ganz normale Reihenfolge, nach 1-1 kommt 1-2. Ach, eigentlich brauche ich auch nicht mich da aufhalten, bis ich da reinspringe. Den Stern hier nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Tschüss.
Jetzt wollte ich mich ja eigentlich durchducken, es hat wieder nicht funktioniert. Was soll's? Was ist hier eigentlich? Hier ist doch auch irgendwas drin gewesen immer, ne? Ah, hier wäre nochmal ein Power-Up. Das ist super gut zu wissen, wenn man mal Quatsch machen sollte. Da ist noch ein Power-Up drin. Ja, Mist. Ich dachte, die erwischt mich, aber Spiel war gnädig. Wir schicken gerade richtig viel Leuten Zeug, weil wir 4 anvisiert haben. Komm, wir gehen 1-1 wieder. Dass wir gleich die Blume am Anfang bekommen. Nice. Nein! Oh, was tue ich denn? Ich meine, ich kriege die Blume gleich wieder, trotzdem ist das ärgerlich. So, mehr Geld. Oh nein! Die ist da ganz ungünstig gelandet. Oh Gott. Das wird jetzt hier Präzision. Oh Mist. Ich wollte schon sagen, es wird jetzt hier Präzision, aber... Naja. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Zack, weg damit. Aber jetzt haben wir wieder eine Blume sicher. Nämlich die hier. Und jetzt haben wir wieder eine Runde, jetzt sind immer noch 15 Spieler übrig, ne? Also, das ist einfach komplett random, logischerweise. So, und jetzt haben wir schon fast 300 Sekunden. So schnell kann unsere Zeit nicht mehr auslaufen. 1-3. Das Gefährlichste ist einfach, schlecht zu spielen und runterzufallen oder sowas. Und das ist das Ding. Du wirst überhaupt nicht durch andere Gegner getötet, sondern einfach durch dein eigenes Versagen. Yo, yo, okay. Hier zum Beispiel fällt man relativ schnell runter, wenn man nicht ordentlich aufpasst und die Physik beachtet. Oh, wieder 1-1. Okay. Ah, okay, wir schicken Blumen. Wer freut sich nicht über Blumen? Oh, das ist natürlich eine schöne Geschichte. So. Und noch 10 Spieler, okay. Ja, mir fällt was ein. Nintendo könnte zum Beispiel sagen, mit jedem Spieler, der rausfällt, geht die Zeit schneller. Und zwar mit jedem Spieler, der rausfällt. Immer so ein bisschen. Na, halt dann immer ein 1/35 mehr. Oder wie viele halt mitspielen. Nee, das wäre Quatsch, weil... Nee, das wäre... Wobei, nö, es wird doch funktionieren. Ich hab grad überlegt, wegen zum Schluss dann 35 ist schneller, aber. Ja. Ach Mist. Haben wir 2-4 schon? Ich glaube nicht, ne? Nein, 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 okay, ganz schnell, ganz schnell. Nice! Just what I needed. Okay, wir kriegen Bowser weg. Oh, ich dachte, ich fand die Lücke. Ich dachte, die Lücke zündet mich weg. Krieg ich die Pflanze auch noch weg? Nice. Gegnern Pflanzen schicken. Beste Idee. So. Ja, Zeit ist eigentlich jetzt voll. Münzen haben wir auch genug. Einfach vorsichtig spielen ist die Devise jetzt. Ja, vorsichtig spielen ist die Devise jetzt. Gut, habe ich vorsichtig gespielt. Aber ist ja alles wieder in Ordnung. Okay, okay, hi. Nein! Schnell den Stern, schnell den Stern. Nice.
Kommt noch ein... Ne, da kommt kein Bowser mehr im Moment. Aber jetzt hätten wir den Stern. Aber jetzt können wir wieder richtig hier reinhauen. Nice, nice, nice. Ja, aber das war's jetzt wieder. Und kommen wir, Überraschung, 1-3. Oh Mensch, haben wir noch nie gesehen heute. Oh je. Okay, ich treffe ihn von hier, das ist gut. Tschüss. Nice. Ich nehme lieber die Münzen mit. Aber wir haben jetzt auch wieder genug Münzen für die Daily Challenges. Die haben wir jetzt auch hinbekommen. Ich meine, ich sehe einfach nur spiele das Spiel. So. Oh nee. Geht das weg so? Ja, nice. Okay. Aber man kann schon durch die Sachen, die man geschickt bekommt, kann man schon auch in komische Situationen kommen. Ne? So. Okay, ich geh jetzt bewusst unten lang, weil die Zeit ist gerade egal, aber ich will die Blume hier rüber schicken. Aber ich glaube, jetzt geht's schon ein bisschen schneller, oder? So habe ich den Eindruck, ich weiß es nicht. Oh, nice, 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 nice. Zwei Blumen weg. Es werden immer mehr und mehr und mehr. Bei aktuell werden es nicht mehr, ich schicke nur rüber. Naja. Egal. Ach Mist, ey. Dass ich das nicht lerne, ordentlich zu springen. So. Go, 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 go. Und das war's wieder. Jetzt geht's ab. Noch 5 Spieler. Okay, 1-4. Wir schicken den neuen Bowser in das Rennen. Wenn wir nicht totalen Quatsch machen, erstmal die Pflanze hier wegzünden. So. Nein! Krieg ich nochmal irgendwo eine Blume her jetzt? Ich glaube nicht, ne? Aber vielleicht habe ich Glück und beim Bowser ist eine Koopa oder sowas. Okay, ganz schnell. Okay, immerhin das. Ja, da ist die Koopa. Ab dafür. Nice. Ich hatte Bedenken, dass ich vielleicht irgendwie runterfalle oder so. Aber ist nicht passiert. Gut. So, erstmal die Blume holen. Die Blume ist jetzt am wichtigsten. Ohne meine Blume sage ich nichts. Und da ist sie auch schon. Nice. Okay, perfekt. Oh, der Sprung ist so gefährlich. Wenn da noch Gegner gleichzeitig wären, so Fisch oder sowas, das wäre mies. Aber dafür müsste jemand erst in 2-3 gelandet sein. Ach, komm schon. Okay. Hoppa. Oh Gott, ich dachte, ich rutsche ab. Oh Gott, diese Sprungphysik. Okay, nice. Abflug. Aber man merkt schon, jetzt wird die Zeit mit jedem Level kürzer. Also jetzt muss man schon ein bisschen gucken. Weil jetzt ist sozusagen die spannende Phase. Aber es hat halt ewig gedauert, bis wir in die spannende Phase gekommen sind. Das ist das Problem. Nein! Gib mir was Brauchbares. Nice. Okay, den kriege ich leider nicht. Okay, ich hätte aber trotzdem gerne was, womit ich Bowser erledigen kann. Naja, das ist nicht, was ich wollte. Ja, nice, perfekt. Und jetzt haben wir nämlich 2, die wir gerade anvisieren, und denen können wir jetzt beiden Bowser schicken. Okay, nochmal.
Jetzt geht er rüber. So. Ich hoffe, es bringt was. Irgendwie. Okay, hier ist halt super. Hier ist halt super. Wenn hier Bowser kommt, ist es eigentlich völlig egal. Das ist schon wichtig, in dem Level zu sein. Wir sehen ja auch, wo die anderen gerade sind. Die sind alle gerade nicht hier. Weil doch, der eine ist gerade am Ende wieder. Oh, oh, okay, okay, okay. Ciao, 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 ciao. Erst der, dann der. Nice. Jetzt zweimal einen Bowser. Ich habe nach wie vor genug Geld für Münzen. Aber wenn die den Bowser besiegen, kriege ich den natürlich wieder zurück. Na, das ist, kann natürlich passieren. Ist klar. Yo! Stern, 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 Stern. Das ist das Einzige, was jetzt hilft. Das meinte ich mit, wenn die den Bowser besiegen, kriege ich den zurück. So, ich habe alles zurückbekommen. Holy moly. Aber die jetzt auch wieder. So, trotzdem ist keiner geht gerade drauf. So, alle fünf sind immer noch am Leben. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Wie lange so eine Runde ist. Du kannst halt echt nicht sagen, ich spiele mal schnell eine Runde Mario 35. Du kannst aber sagen, ich spiele mal schnell eine Runde Tetris 99. Das geht. Okay, hi. Tschüss. Oh, ich habe jedes Mal bei dem Sprung habe ich so einen Respekt, ne? Neue Pflanzen ins Rennen schicken. Nice. Oh Gott, ich dachte schon, ich mache Quatsch. Puh. Warum ist die Zeit jetzt rot? Achso, weil sie noch schneller läuft. Ah, weil noch drei übrig sind. Okay. Got it. Got it. Ungünstig gesprungen. Das war richtig dumm. Aber wir kriegen hier gleich eine Blume. Oh oh. Okay, okay. Erstmal den Pilz. Erstmal den Pilz. Ist auch in Ordnung. Erstmal den Pilz. Ich bräuchte unbedingt eine Blume. Ich brauche unbedingt eine Blume. Ah, das war wieder dumm, dass ich die jetzt verloren habe. Yo! Okay, Blume, komm. Wir haben genug Münzen. Ja, und das nehme ich auch. Das nehme ich auch. Damit kommen wir jetzt nämlich schön schnell durch. Und hoffentlich in 1-1 oder irgendwas, wo ich schnell eine Blume bekomme. Ja, nice. Yo, nicht so nice. Da gehen wir erstmal hier in unser... Nice! Genau das habe ich. Ja, irgendwie sowas habe ich erhofft. Ich konnte eigentlich... Das Schlimmste, was ich hätte drehen können, wäre der Pilz gewesen. So, weil den hatte ich schon. Alles andere war eigentlich hilfreich in der Situation. Alles andere war hilfreich. Okay, jetzt seht ihr schon, jetzt ist die Zeit halt... Jetzt wird es richtig kritisch. Jetzt muss man richtig schnell agieren. Weil jetzt ist die angestaute Zeit, die man hat... Genau, jetzt kommt es auf die an. Aber wie gesagt, es dauert... Also mir persönlich dauert es viel zu lange, bis man in die Phase hier kommt. Ach Mist, ey. Okay, perfekt. Wir zünden wieder Bowser mit Sternen weg. Nice. Yes! Oh my goodness. Oh my goodness. Aber es ist, das ist das Ding. Du musst einfach nur ruhig spielen. Es ist halt... Ja, wie gesagt. Das ist halt... Alter. Nice. Was? Du kannst im Hauptmenü jetzt auf den Münzenrang zugreifen. Was ist der Münzenrang? Da kannst du einen Wettstreit, wer in jedem Kampf die meisten Münzen sammelt. Aha. Es gibt mehr Möglichkeiten. Okay, es gibt mehr Varianten. Das klingt ja schon wieder interessanter. Yo! Wie viel neue Symbole haben wir jetzt bekommen eigentlich? Ja, alles klar. Holy moly. Okay, Münzenrang werden wir dann im nächsten Part uns mal angucken, ne?
Ah, plus Münzenrang. Zeit für eine Münzenrangliste. Es kann etwas dauern, bis deine Ergebnisse berücksichtigt werden. Dein Rang 34.316. Woche ändern? Hä? Ach so, das ist einfach ein Zeitraum, in dem Münzen gesammelt werden. Ah, okay. Das heißt, okay, dann ist man angehalten, ständig zu spielen. Ah, das ist auch nicht so cool. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich dachte, das ist jetzt ein neuer Wettkampfform oder sowas. Ist es gar nicht. Ich kann hier gar nichts machen, lol. Nee, ich kann nichts machen. Okay, ja gut, dann würde ich sagen, an der Stelle schließen wir ab. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir haben unseren ersten Sieg. Und ich sag mal, es gibt ein paar Dinge, die ich an dem Spiel noch ändern würde. So, damit es ein bisschen spannender wird. Weil es ist, ja, wie ich es gesagt habe, ne? Ihr habt es ja gesehen. Es ist nicht immer das Spannendste. So, keine Ahnung. Aber egal. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.